Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Klingbach am Montagmorgen. Eine wunderschöne wünsche ich euch zusammen. Und ich habe ein Problem. Ich habe absolutes Desaster hier. Weil irgendwie ist das Schneidwerk vom Schneidwerkswagen runtergefallen. Das haben wir letztes Mal nicht sehr gut befestigt. Und jetzt bin ich gerade dabei, irgendwie das zu retten. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie. Das Problem ist auch, es staut sich hier schon minimal. Und sie kommen auch nicht weiter, weil da vorne stehen sie dann gleich wieder. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwie jetzt... Oh, nein. Oh, das schon am Morgen, weißt du. Mann. Das kann auch nur mir passieren, ne? So, jetzt müssen wir da mal was nicht so Schönes machen. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber bevor ich zurücksetze ist wirklich die absolut letzte Variante für mich. Ich glaube, wir bringen das auch so hin. Hoffentlich. Sieht vorne ein bisschen drüber, aber... Ja, sieht gut aus. Okay, jetzt ist nur die nächste Frage, wie bekommen wir das Ding wieder weg hier, ne? Oh Mann, Alter. Da ist ein Schild, da ist eine Lampe, da ist ein Zaun. Nur Probleme sehe ich hier rumfliegen, nur Probleme. Da ist ein Auto. Okay, wir schaffen das. Drückt mir die Daumen, wir schaffen das. Ich muss nur gucken, dass wir vielleicht, wenn wir irgendwie, ne? Dass vielleicht möglich ist, dass wir den hier vorne reinziehen irgendwie, weißt du? So, dass der Verkehr schon mal wieder sich auflösen kann. Wir werden uns derweil ein bisschen ausrichten, sodass wir hinten in unsere Gasse das Ding reinschieben können. Das wäre auf alle Fälle ein Plan. Wie viele Autos? Alter! Die kommen aber auch nicht wirklich voran, ne? Alter. Okay, wir müssen einfach einen Moment warten. Jetzt, oh, da ist nach dem Blauen, nach dem Weißen geht's. So, jetzt aber. Gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich mache das gerade mit Tastatur, nicht weil ich jetzt keinen Lenker da habe, sondern weil ich das mit Tastatur sehr viel besser steuern kann und mich hier nicht zu Deadlift quillen muss. So. Haben wir gemacht, haben wir. So, du bleibst jetzt hinten, ist mir egal. Oh Mann. So, erstmal stehen bleiben und erstmal schauen, wo haben wir denn noch was zu ernten eigentlich? Alter, das hat jetzt 3 Minuten gedauert, ne? Oh Mann. So, was ist erntereif? Im Wachstum. Das ist alles... Oh, wir sind fertig mit dem Ernten, ne? Das Feld 6 haben wir noch, aber das müssen wir noch machen. Okay, das heißt, ich bring den mal zum Hof. Wenn wir noch was zum Ernten haben, werden wir das jetzt sicher gleich feststellen. Oh Mann, das war jetzt wieder so ein Spektakel, ne? Musste nicht haben, aber gehört leider dazu. Warum? Ey, meine Pedale sind weg. Ah, jetzt sind sie. Sie sind verschwunden. So, hier rein. Oh, wo lassen wir den stehen? Das ist eine gute Frage, ne? Ich würde sagen, in den Fahrsilos irgendwo. Fahren wir da mal hoch. Ja, das Fahrzeug ist natürlich auch gemietet oben, also der Aufsatz ist falsch. Der wie heißt es? Oh, wir stellen hier rein. Hier ist gut. Der Anhänger, Tieranhänger ist natürlich gemietet. Wir wollten noch ein paar Schweine kaufen. Da habe ich auch sehr viel Feedback von euch bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Da gab es wirklich Leute von euch, die da mit teilweise 2000 Schweinen zu Hause leben, ne? Das ist ja krass. Das ist ja krass, du. Aber ich glaube, wir haben gar nicht so viele hier, aber... Wird doch ein bisschen an Arbeit was dabei sein. Es ist sehr knapp, was ich hier mache. Aber es reicht mir eigentlich schon so. So, Warnblinker können wir auch machen. Ausmachen. So. Passt. Das war jetzt anstrengend, aber hat funktioniert. Okay. Genau, ich wollte jetzt nochmal schauen, wegen dem Futter und ob wir noch Schweine kaufen. Ne? Bisschen Geld haben wir ja noch. Ah, ich bin vorbeigeswitcht. Ah, so, Kuhstall passt. Sauberkeit 0%. Das verstehe ich nicht. Weil wir haben, glaube ich, erst letzte Woche komplett alles ausgemistet. Da war alles gut, weißt du? Und jetzt wieder blöd. Wir fahren nochmal eine Runde Schweine holen, komm. Hof zum Tierhändler. Haben wir da? Ja, Viehhändler heißt er hier.
Genau, lassen wir nochmal eine Runde Schweine holen, damit wir noch ein paar haben. Und derweil werden wir uns mal nochmal umschauen, was jetzt so zum Bestellen ist, also Felderbestellung, technisch. Und natürlich noch weitere Sachen, ne? Hier läuft auch. Hier auch. Was ist hier? Hier ist eigentlich auch alles Roger, ne? Hier haben wir keine Zuckerrüben mehr. Ja, da müssen wir auch wieder was machen. Alter. So, das war der Abfahrer für hier, ja. Du kannst mir gleich mal hochfahren zum LU, mein Kollege. Habe ich einen Kurs? Ja, habe ich. Weil das Weizen, was da drin ist, das wird zu Saatgut. Moin. Weißt du? Deswegen. Haben wir hier auch die Strecke da vorne schon. So. Viel Spaß. Dann, du warst fertig, glaube ich. Ja, du warst fertig. Oh ja, genau, die Baldengeschichte, ne? Oh, da war ja was, die Baldengeschichte. Haben wir da alles abgeholt oder war da noch was oben? Das ist halt das Problem, wenn du das einmal machst und dann wieder nicht machst, ne? Dann weißt du von einem aufs nächste Mal nicht mehr, was habe ich jetzt gemacht? Muss das so? Weißt du? Oh ja. Oh ja, da müssen wir nochmal hier ran. Da müssen wir nochmal ran. Das war hier, ne? Ja, genau. Da haben wir eine Fuhre abgeliefert. Jetzt muss die nächste Fuhre abgeholt werden. Alter, mein Headset, irgendwie ist es heute... Es zwickt ein bisschen. Boah, das ist nicht sehr angenehm, die... Hoppla, hoppla, hoppla. Ja, ich bin in Langauflieger noch nicht so, ne? Bin ich noch nicht so drin. So, da liegen noch ein paar Grasballen drin. Alles gut, alles gut. So, ah ja, Alter, haben wir hier viel Zeug, ne? Uiuiuiui. Okay, so, lass mal hier das anmachen. X. Dann werden wir mal das Feld hier aufräumen, sage ich mal so. Dann kann das Feld nämlich schon mal wieder bearbeitet werden. Und ja. BGA hatte ich auch mega Bock, ne? Mega Bock. Aber Step by Step. So, das Feld hier sollten wir eigentlich raufbekommen von den Ballen her. Das würde es nicht so ein Problem darstellen. Das andere, ob wir das wirklich alles schaffen, ist eine ganz gute Frage, nicht? So, hier haben wir noch drei Stück und dann ist das Feld schon mal fertig. Da muss man die alten Folgen, also unter Anführungszeichen alten Folgen anschauen, was wir besprochen haben, was hier raufkommt. Ich glaube aber, dass hier irgendwas mit... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Das ist einfach schon wieder ein paar Tage her und deswegen keine Ahnung. Noch einer und noch einer und noch einer. Alter, sind ja viele Ballen, ne? Ich glaube, Strohballen brauchen wir erstmal keine mehr machen. Das haben wir ja erstmal ausreichend. Der Matz... Achso, das ist der Viehhändler-Typ, ne? Ja, ja. Da gehen jetzt... Oh, da gehen noch ein paar drauf, du. Ach, wir müssen auf alle Fälle nochmal hierher kommen, weil das schaffe ich nicht. Das wird zu viel, glaube ich. So, da haben wir... Oh, jetzt habe ich gedacht, da liegt noch einer, da liegt aber gar keiner mehr. Einer geht noch. Den letzten hinten, komm. Zack, haben wir aufgeladen, haben wir. So, dann bringen wir den mal ganz fix weg. Wir haben hier einen Weg. Ich soll mal... Es wurde auch in den Kommentaren geschrieben. Werner, fahr doch mal mehr auf den Wegen. Die sind super. Denken wir so, aha. Super, hat er gesagt, ne? Ein bisschen, ja, humpeldi-bumpeldi, wenn man das so sagen möchte. Aber, ja, schaffen wir schon. Schaffen wir schon. Oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was haben wir denn gesprochen? Was haben wir denn, über was müssen wir denn ansehen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe echt eine Gedächtnislücke. Aber ich bin mir ganz sicher, dass noch ein paar von euch bei sind, die das noch absolut und hundertprozentig wissen, was darauf soll. Wie fahren? Ach komm, wir können nicht so auch hochfahren. Jetzt wollte ich hier gerade in die Garage einbiegen. Läuft. Ach, komme ich da nicht rum? Ich bin extra ganz vorgefahren, ne? Also wirklich ganz vorgefahren. Ja, steht nämlich hier an, weißt du?
Alter, knappe Kiste auf alle Fälle. Aber geht. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Wer hat das gesagt? Bob der Baumeister, glaube ich, ne? Was? Glaube ich, Bob der Baumeister war es. Alter, da bewegst du aber auch was, ne? Heieieiei. So, wir können jetzt natürlich hier uns aus der, an der anderen Reihe noch ausrichten. Weil wir ja eine wunderschöne Funktion haben zum Abladen hier. So, ne? Haben wir gemacht. Haben wieder mal einen Anhänger voll geholt. Jetzt machen wir zuerst den hier, weil da weiß ich schon, was Sache ist. Wir könnten den theoretisch gleich mal hochschicken zum Klärwerk. Weil viele sagen, hey, warum das denn? Weil wir den Kompass verkaufen könnten. Alter, haben wir da viel Saatgut drin, ne? Hoi. Boah, das sind so Stecken im Boden, ey. So. Rein damit, wie sieht's hier aus? 13.000 Liter, ja, läuft. Immer noch 6.000 Getreide drin, Dünger drin. Okay, warte mal, da nehmen wir jetzt... Ach komm, ich schicke ihn jetzt hoch. Vom LU zum Klärwerk. Weil da steht noch ein Förderband oben und da können wir das verkaufen, weißt du? Nicht das Förderband, sondern das, ne? Den Kompost. Darum wäre es mir gegangen. So, hier dürfen wir noch ein paar Kühe begrüßen. Muss den Deckel zu machen, sonst haben wir hier vorne nicht Platz in der Halle. Das klingt traurig, ist das wirklich so? Ja, toll, wird sich... Oh. Ja, aber da haben wir Platz. Habe ich schon mal getestet. Das sieht jetzt nur vielleicht ein bisschen banal aus, ne? Aber es läuft. So. Und das nicht perfekt war, dann weiß ich es aber auch nicht, ne? Oh, das war aber kacke. Was ist mit meinem CP-Fahrer los? Hat er getrunken oder was? So, einmal noch mit Schweinen voll machen, bitte. 50.000? Nee. Ah. Schweine war es, ne? Ja. 33.000. Ja, Loch. Können wir sogar nochmal vorbeischauen, du. So, Viehhändlerhof. Ja. Wow. Ist auch ein Glück, ne? Rausgefahren. Ja, doof. Wow, der nächste? Was ist los? Du kannst weiterfahren, wollte ich gerade sagen. Wo fährst du nicht, Alter? Nee, Fehler haben wir keine. Sehr mysteriös. Fährt einfach nicht, weißt du? Naja. So, das haben wir auch. Jol, ja. Holz ist auch so ein... Eigentlich ein geiles Thema. Oh, Sommer-Bikini-Figur oder was? Der Matz schon wieder. Was ist schon wieder Problem hier? Achso, ja, da bin ich die Kurve dumm eingefahren. Ja, das sehe ich ein. Absolut, da bin ich bei dir. Hier haben wir auch noch einiges. Wir könnten noch ein bisschen Palette schubsen, ne? Können wir nochmal zwei Paletten hier rüberholen? Wir sind ja prinzipiell schon fertig. Was ist mit dem Lenkrad los? Jetzt aber. So. Genau, zweimal fertig. Die werden wir uns noch auf die andere Straßenseite bringen, weil da haben wir ja so unser inoffizielles Lager oder Abstellmöglichkeit, sagen wir es mal so, wie es ist. Einfach den Grund, dass wir da, wie soll ich es nennen, mehr Platz haben. Weil drüben müssen wir dann doch immer mit dem LKW ranfahren und Paletten liefern und bla bla bla. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Dass wir das hier machen können. Biofarmers, Bäckerei und Konditorei ist sehr schön. So, die nehmen wir auch noch mit, die Palette. Und dann, oh, der 1455 ist schön angekommen. Warum? Sehr schön. Dann gleich nochmal unter das Förderband stellen. Weil da können wir morgen zum Beispiel, können wir da schon zwei, drei Sachen verkaufen. Das ist geil. Das ist wirklich geil. So, lass ich aber noch hier drin. Komme ich hier dann nochmal her. So, wo ist denn der 14,5? Da ist er. Weg. Läuft. Und gut. So, Flüssigdünger müsste auch einiges da sein. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht verkaufen, sondern brauchen.
Dünger müsste auch einiges da sein, weil wir auch nicht verkaufen, glaube ich. Ah, das war. Okay. Das ist immer noch ein bisschen mit Fragezeichen behaftet. Der Kompost kommt auf alle Fälle weg. Aber das und vieles mehr sehen wir dann morgen, wenn ihr möchtet, zu einer weiteren Folge auf der wunderschönen Klingenbach. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis morgen. Ne? Jetzt aber. Macht es gut. Ciao, ciao.